Also das ist schon eindrucksvoll hier auf der Gamescom. Es ist keine Randmesse, sondern es ist eine große, große Messe. Sie gehört inzwischen zu den Top 10 in Deutschland. 500.000 Besucherinnen und Besucher werden in diesem Jahr erwartet. Und es sind vor allem, das sehen Sie, Jüngere, aber auch für Ältere ist das ein Wachstumsmarkt. Und was die Spieler spielen wollen, sind natürlich die neuesten Spiele, Virtual Reality, E-Sports. Wer so ein rotes Bändel etwa hat wie ich, der zeigt damit, er ist über 18 und darf alle Spiele anspielen. Jüngere kriegen dann entsprechend andere Farben. Hinter den Kulissen ist der Computerspielemarkt ein ganz großer, ein milliardenschwerer Markt, ein globaler Markt mit unheimlicher Dynamik. Und es wird auch deutlich, wenn Sie mit den Spieleentwicklern beispielsweise sprechen, die kommen dann aus Los Angeles, machen was für den deutschen Markt, aber parallel auch für den japanischen Markt. Das zeigt, dass das wirklich ein weltweites Geschäft ist und dass es wirklich auch ein großes Geld zu verdienen gibt. Es gibt europäische Spielehersteller, die haben inzwischen eine Marktkapitalisierung, die ist höher als etwa ein großes deutsches DAX-Unternehmen wie etwa die Commerzbank. Also das zeigt, wie groß die Gamescom ist, vor und hinter den Kulissen. Und es zeigt vor allem auch eins, Computer- und Videospiele, sie sind nicht mehr am Rand der Gesellschaft, sondern sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.